So, wir haben jetzt die lange Reise nach Hause geschafft. Hier wieder in unser kleines Feriendomizil. Und lassen das alles Revue passieren. Und informieren uns, wie das läuft mit Haus kaufen und am besten. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja, wir haben ja gesagt, dass das Haus Euro verschuldet ist. Und unsere Frage war jetzt die ganze Zeit, ob wir vor dem Vorvertrag das irgendwo einsehen können. Und ja, das kann man beim Grundbuchamt und das sollte man auch auf jeden Fall machen, bevor man einen Vorvertrag macht, dass man sich da ja beim Grundbuchamt informiert, ob das Gebäude oder Grundstück verschuldet ist. Und dann macht man einen Vorvertrag und eine Anzahlung von 10%. Und dann weiß ich auch nicht so genau. Also ich kann ja nur sagen, was im Internet steht. Ja. Also zu 90% werden wir dieses Haus jetzt wohl kaufen. Aber da muss halt alles gemacht werden. Neue Fenster, neue Türen, neues Dach, neu verputzt werden, neu gestrichen. Alles. Man kann den Dachboden schön ausbauen. Ja. Was haben wir jetzt verabredet? Wir reisen Freitag ab und treffen uns dann nochmal mit dem Freund, also der das vermittelt. Der Freund von diesen Ungarn. Ja, so war das, ne? Geplant. Mhm. Bilder? Das Haus hier sah genauso aus wie das, was ihr heute gesehen habt. Ja, der uns das vermittelt, der Mann, der möchte uns Freitag auch andere Häuser zeigen, die er schon restauriert hat oder renoviert oder saniert. Keine Ahnung, ich bin leicht überfordert. Also man ist nur so wenige Tage hier, guckt sich so viel an, so viele neue Eindrücke und... Ja, dann immer filmen. Ich versuche das immer richtig rüberzubringen und euch viel mitzuteilen und viel zu zeigen. Aber weil ich das jetzt im Moment alles gar nicht schneiden kann, das Material, weiß ich gar nicht, was ich euch schon erzählt habe und was nicht. Und seit 3 Tagen versuche ich, wie gesagt, ein Video hochzuladen und das klappt nicht. Ist jetzt bei 70%. Ja, wird um 2 Uhr nachts aufgesprungen und ich kriege ein Herzkasper, was los ist. Oh, Laptop ist ausgegangen. Bock. Ja, ich wollte den Laptop über Nacht laufen lassen, dass es hochlädt und ja. Dann irgendwann schaltet er sich halt ab automatisch. Na, scream. Der Schrei. Über alle drüber gesprungen. Ja, mich und Kind. Wir haben ja nur ein Zimmer hier, also mit 3 Mann in einem Zimmer und dann nur diese kleine Kochnische da zum Kochen. Ja. Deswegen essen wir. Wie Spider-Man, nicht viel. So die Wand lang gelaufen. Ach, bin ich gar nicht. Weil ich so sportlich Spider-Ela. Ja. Und dann haben wir auch schon zwischenzeitlich überlegt, ob wir jetzt wirklich ein Haus kaufen sollen oder also ob wir es ganz lassen sollen, weil nicht, dass wir uns... Und dann Schwein nehmen. Hör doch mal auf, Quatsch zu reden. Ich versuche hier eine wichtige Message zu übermitteln. Mini-Bacon. Und nicht, dass wir jetzt ein Haus kaufen, das renovieren oder sanieren und keine Ahnung, dann wird das doch nichts oder so. Ja. Was lassen sollen oder dann haben wir Angst gehabt, dass wir den Vertrag unterschreiben und dann haben wir anstatt Euro Schulden da drauf 80.000 Euro Schulden da drauf. Deswegen unbedingt Grundbuchamt vorher informieren. Ja. Dann wollte ich gerne noch im DM und im Rossmann für euch filmen. Nein, jetzt nicht. Das werde ich, glaube ich, nicht in diesem Urlaub schaffen. Also im Rossmann waren wir einmal kurz drin, aber da ist genau dasselbe wie in Deutschland auch. Und ich schätze mal, im Rossmann wird es genauso sein. Im DM. Seht ihr, ich bin total verpeilt. Wie immer. Wie immer. Ja. Hauptsache, du hast Werbung auf dem Auto und bist schon gesucht auf YouTube.
Hallo, ich wollte mich nur einmal kurz melden. Also, es ist schon der nächste Tag jetzt. Ich glaube, das sieht man auch am Tageslicht. Es ist nachmittags schon. Ich habe heute nicht gefilmt, weil ja, wir durchleben zurzeit eine Achterbahn der Gefühle. Also, das Haus, das hat uns ist gestern richtig angetan. Es war das für uns das schönste Haus, was wir hier gesehen haben, vom Grundstück her. Klar, es ist viel, viel, viel zu machen. Aber ja, wir haben uns einfach verliebt in dieses Haus und wir wussten jetzt nicht, kann man dem vertrauen, kann man dem nicht vertrauen. Das wissen wir immer noch nicht und das kann man ja eigentlich auch nie wissen. Super! Mein Sohn und Bernd, die spielen da an so einer Schaukel zusammen. Ja, das kann man halt nie wissen, ob man jemandem vertrauen kann. Und wir möchten wirklich gerne ein Haus haben. Wir haben alles durchgerechnet, was monatliche Kosten, was da auf uns zukommen würde halt. Weil wir ja, wie gesagt, diesen Hausmeister-Service in Anspruch nehmen würden. Da haben wir auch jemanden, der das machen würde. Und das würde übrigens 25 Euro im Monat kosten. Also aufs Jahr gesehen 25 Euro im Monat. Aber Rasen gemäht wird ja dann halt nur im Sommer, in den Sommermonaten. Und ja, Versicherungen und was auch immer, obwohl wir von den Versicherungen jetzt auch nur von dem ausgehen können, was uns die Leute hier erzählt haben. Da haben wir jetzt keine offiziellen Angebote eingeholt bis jetzt. Aber es gibt von der Allianz hier in war klar, Bernds Hose ist gerissen. Es gibt von der Allianz hier einen deutschen Versicherungsvertreter. Und ja, der macht die Verträge, die Versicherungsverträge dann auf Deutsch und auf Ungarisch und auch alles, was man haben möchte, ob fürs Haus oder fürs Auto, was auch immer. Ja, das ist auch von Vorteil. Und wir waren zwischenzeitlich so verzweifelt mit den Gedanken, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Haus nicht, wir kaufen gar kein Haus. Wir bleiben in Deutschland. Ja, aber wir machen das jetzt so, dass wir morgen nochmal mit dem Mann treffen, der das Haus vermittelt oder von den Freunden, denen das gehört, mit dem treffen wir uns nochmal, fahren zu ihm nach Hause, trinken Kaffee, haben noch viele Fragen. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir möchten das Haus halt, bevor wir die Anzahlung machen, einen Auszug aus dem Grundbuch sehen, damit wir sehen, wie hoch die Schulden da drauf sind. Alles kein Problem, das wird heute Abend, wird ihm das zugeschickt, dann können wir das morgen einsehen. Dann möchten wir das Geld für die restliche Summe, um das Haus zu kaufen, möchten wir auf ein Underkonto, so ein Treuhandkonto überweisen. Das ist auch kein Problem, sagt er, das kostet halt nur 150 oder 100 Euro Gebühr, aber ist uns egal, das nehmen wir in Kauf. Hauptsache, ja, das ist halt gesichert, weil wenn man den Endvertrag unterschreibt und das Geld auf den Tisch legt, dann wird, glaube ich, erstmal geprüft, so wie ich das verstanden habe, ob als Ausländer man dieses Grundstück überhaupt kaufen darf und sowas alles. Und wenn man es halt bar auf den Tisch legt, das Geld, ist es weg. Und wenn wir halt das Underkonto haben, dann wird es erst freigegeben, wenn uns das Haus gehört, wenn wir im Grundbuch stehen. Ja. Nach dem Kaffee trinken morgen gehen wir dann nochmal zu dem Haus, besichtigen das nochmal. Ja, Bernd, hast du was Wichtiges zu sagen? Nö, also wir haben... Die Bar hat zu. Die Beachbar hat zu, das ist ganz schlimm. Das passt gerade nicht zum Thema. Ja. Ja, wir reden immer hin und her, was man machen kann. Und so halt, dass wir, wie oft wir im Jahr hier hinfahren und was wir da in dem Haus machen möchten und dass wir einen Sprinter mieten möchten und den vollpacken möchten in Deutschland und mitnehmen möchten oder ob es nicht günstiger wäre, einen Sprinter zu kaufen, hier mit hinzufahren und den dann hier wieder zu verkaufen. Weil so ein Sprinter mieten, was hast du gesagt, 1000 Euro oder kommt, so? Nein, das kommt ganz auf die Zeit an. Ach so, kommt auf die Zeit an. Eine Woche 300 Euro, für drei Wochen wenn das um die 600, 700 Euro. Ja, okay. Ja, und wenn du halt einen für 1000 Euro, wenn wir den kaufen, können wir den hier wieder verkaufen. Das sind jetzt halt so Fragen, die uns durch den Kopf gehen, womit wir uns hier beschäftigen. Deswegen sind wir jetzt hier an den Balaton gegangen. Da kann der Kleine sich austoben und wir können in Ruhe Brainstorming machen. Ja.
Morgen werde ich die Kamera auf jeden Fall mitnehmen. Wir hatten letztes Mal, als wir da waren, kurze Sachen an und die Wiese ist dort recht hoch. Da wurde lange nicht gemäht und wir konnten nicht so wirklich ins Grundstück reingehen, ins Innere. Morgen ziehen wir dann lange Sachen an. Und weil ich ja so Phobie gegen Zecken habe, mache ich mir Mülltüten über die Füße, ziehe mir die bis an die Knie und dann gehen wir da mal richtig rein. Und weil da ist auch noch so ein Unterbau für Holz oder so. Und den Keller können wir besichtigen. Den Keller können wir dann morgen besichtigen, da sind wir nicht reingekommen. Und der Dachboden, da habe ich mich auch nicht drauf getraut mit meiner mega kurzen Hose, weil da war alles voll Spinnweben und nicht, dass da Mäuse sind oder so. Ist ja nicht schlimm, können sie ja ruhig sein, aber ich wollte nicht, dass sie an mir hochkrabbeln oder so, so horrorfilmmäßig. Ja, das machen wir morgen. Und dann ist ja schon Donnerstagmorgen, dann haben wir ja nur noch den Freitag, um die Anzahlung zu leisten. Und wenn wir die Anzahlung machen, dann müssen wir in 3 Wochen ungefähr nochmal herkommen, um den Rest über die Bühne zu bringen. Jetzt habe ich eine Bikini-Frau da, die will ich gar nicht im Bild haben. So, ja. Wie immer, es bleibt spannend. Also wir haben jetzt herausgefunden, wir haben den Grundbuchauszug jemandem gegeben, der Ungarisch kann. Und es ist herausgekommen, dass auf dem Haus Schweizer Franken Schulden sind. Das sind 5 Euro zurzeit. Und das war Stand 2008. Genau, das war Stand 2008. Und jetzt wollen wir zu der Bank fahren mit dem Grundbuchauszug. Es könnte ja auch sein, dass sie schon Zinsen getilgt haben. Ja, wer weiß. Das Zahlung, also einfach mal einen aktuellen Stand, ob die uns den überhaupt geben mit dem Grundbuchauszug, ist die Frage. Ob die uns verstehen, ist die Frage. Und ja, also uns wurde gesagt, dass 1 Euro Schulden sind auf dem Haus. Und jetzt sind es ja schon mal, wir sind gespannt. Also wir fahren jetzt zu der Bank und melden uns, wenn wir rauskommen.